Musst du nachher wirklich noch weg? Ich glaube, ich habe nicht mehr Zeit zum Abendbrot essen. Du musst doch halb verhungert sein. Ach nein. Eigentlich bin ich ganz satt und zufrieden. Als ob du das nicht wüsstest. An welchem Fall arbeitest du gerade? An dieser Einbruchserie. Im Hafen. Du weißt, die Lagerhausdiebstähle. Offiziell ermittelt Dante für die Hafengesellschaft. Ich arbeite sozusagen hinter den Kulissen. Er sichert die Spuren und ich helfe ihm dabei. Mhm. Sehr merkwürdig, das Ganze. Die Einbrecher haben wahllos mitgenommen, was ihnen zwischen die Finger kam. Auch wertloses Zeug. Vielleicht ist es eine Tarnung für irgendwas, zum Beispiel eine Schmuggelaktion. Keine Ahnung. Was auch immer hier gespielt wird, irgendjemand hat sich gewaltige Mühe gemacht, damit ich es nicht rausfinde. Hast du einen Verdacht? Noch nicht. Eins ist interessant. Der überwiegende Teil der betroffenen Lagerhallen gehört Bar Industries. Genauer gesagt, in nur einem von Bars Lagern wurde bisher nicht eingebrochen. Tja, und dort lege ich mich heute auf die Lauer. Wieso schickst du nicht Dante los? Naja, es war meine Idee. Ich glaube, ich ziehe die Sache lieber selber durch. So viel also zu unseren abendlichen Festivitäten. Ich würde nicht hingehen, wenn ich nicht genau wüsste, dass der Fall mit meiner Entlassung zusammenhängt. Ehrenwort. Ja, ich weiß. Du musst tun, was du für richtig hältst. Auch wenn du dafür auf einen schönen Abend verzichtest. Ach, das will ich doch nicht hoffen. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Guten Abend, ich möchte gern Robert Barr sprechen. Ich bin ja so froh, dass wir uns über den Weg gelaufen sind. Allein im Restaurant rumzusitzen ist ein Albtraum. Ah ja? Naja, es geht noch, wenn man nur was trinkt. Aber Essen ist fürchterlich. Die meisten Kellner versuchen, dich anzumachen oder behandeln dich wie eine Unperson. Sie haben hier anscheinend bisher nicht viel Freunde gefunden. Ich bin nicht gerade die Kontaktfreudigste, wissen Sie. Sie sind meine Rettung. Über eines möchte ich noch mit Ihnen reden, Sascha. Sie haben mir neulich von dem Mann erzählt, mit dem Sie seit langem befreundet sind. Ich weiß, wer er ist. Ich glaube, das hier gehört Ihnen. Sie sind zu spät gekommen, Mason. Die Frist ist leider abgelaufen. Ich weiß. Oh ja, das weißt du sogar verdammt genau. Nur mal eine Frage. Wollten Sie mich in die Pfanne hauen oder Ihren Vater oder uns beide? Ist das etwa jetzt noch von Bedeutung? Für ihn vielleicht. Es tut mir leid, Cici. Unser Geschäft wäre fast perfekt gewesen. Jetzt gehört alles Tonell. Sagen Sie Eden, ich hab's versucht. Ich kann dir alles erklären, wenn du mir bitte nur 2 Minuten zuhören würdest. Was willst du mir erklären? Fang doch mal an. Du bist so, wie du bist. Ich weiß gar nicht, wieso mich deine Verhaltensweise überrascht. Aber keine Angst. In Zukunft werde ich mich nie mehr über irgendetwas wundern.
ganz einfach, in einem Nest wie Santa Barbara Dinge geheim zu halten. Wenn Sie erst meine Beweggründe und Umstände kennen. Diese Umstände interessieren mich nicht im geringsten. Dafür, dass jemand sich mit einem Kerl wie Tonell einlässt, habe ich einfach kein Verständnis. Der hat mich ins Gefängnis gebracht und mir Todesangst eingejagt, weil ich ihm nicht geben konnte, was er haben wollte. Ich dachte, er würde meiner Tochter etwas antun. Sie können mir also keinen Vorwurf machen? Wenn ich mich ein bisschen misstrauisch frage, warum Sie plötzlich meine Freundschaft suchen. Irgendetwas wollen Sie doch von mir. Und die Frage ist was? Nichts, ich will nur Ihre Freundschaft. Ah. Julia, ich wusste, dass Sie früher oder später von Tonell erfahren. Und bitte glauben Sie mir, ich habe mich davor gegrault. Weil die meisten Leute sich von mir abwenden, wenn sie rauskriegen, dass ich mit einem wie Tonell in Verbindung stehe. Warum wollten Sie überhaupt für ihn arbeiten? Das tue ich nicht. Unsere Beziehung ist rein privat. Wir leben zusammen. Ich bin nicht bei ihm angestellt. Sagen Sie, macht es Ihnen gar nichts aus, wie dieser Mann seine Opfer behandelt? Darum geht es nicht. Über dieses Thema unterhalten wir uns nicht. Soll man seinetwegen mich aus der Gesellschaft ausschließen? Ich habe keine wirklichen Freunde, Julia. Von anderen Frauen werde ich immer nur nach meinen Kleidern und meinem Äußeren beurteilt. Und selbst wenn sie nach einiger Anlaufzeit mit mir warm werden, behandeln sie mich mit Verachtung, sobald sie erfahren, dass ich mit einem Mann wie Tonell eine Beziehung unterhalte. Ich habe gehofft, Sie wären anders. Warum haben Sie so ein Geheimnis daraus gemacht? Wenn ich es Ihnen gleich gesagt hätte, hätten Sie kaum mit mir gesprochen. Sie wären voreingenommen gewesen, genau wie jetzt. Stimmt's etwa nicht? Doch, da haben Sie recht. Aber was erwarten Sie? Er wollte mich fertig machen und das wäre ihm auch gelungen, wenn Mason nicht eingegriffen hätte. Julia, das weiß ich und das tut mir leid. Aber ich bin dafür nicht verantwortlich. Anthony tut Dinge, die ich weder dulde noch gut finde, aber es ist sein Leben, nicht meins. Ich kann's nicht ändern, ich habe ihn nicht geschaffen. Und ich habe mit Sicherheit keinen Einfluss auf sein Tun. Die Frage ist, können Sie uns beide unabhängig voneinander betrachten? Nicht so leicht. Aber ich akzeptiere Ihren Standpunkt, Sascha. Das ist wahrscheinlich mehr, als ich erwarten kann. Aber das macht die Sache nicht besser. Lieben Sie ihn überhaupt? Anthony war immer sehr gut zu mir. Das werden Sie sicher kaum glauben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wissen Sie, ich glaube, er liebt mich auf seine Weise. Davon abgesehen friste ich bei ihm nicht gerade ein ärmliches Dasein. Aber ein einsames. Anthony ist selten da. Er fliegt ständig in der Weltgeschichte herum, von einem wichtigen geschäftlichen Treffen zum nächsten. Oder er kümmert sich um Personalangelegenheiten. Ich weiß auch nicht. Ich scheine die meiste Zeit mit Warten zuzubringen und gelangweilt herumzusitzen. Ganz allein. Wahrscheinlich sollte ich zur Abendschule gehen und ein Jodeldiplom ablegen. Ach, Sie sind wirklich arm dran. Ja. Was haben Sie heute Abend vor? Nichts. Warum fragen Sie? Haben Sie Lust auf ein gemütliches Abendessen bei mir zu Hause? Ich möchte kein Almosen. Danke. Ich weiß. Das ist auch kein Almosen. Ich lade Sie nur zum Abendessen ein. Mein Mann versinkt zurzeit in Arbeit. Wir könnten dann ungestört reden. Wenn es für Sie keine Zumutung ist, dann komme ich liebend gern. Woher sollte ich wissen, dass du es warst, der die Firma kaufen wollte? Ich dachte, ein Außenstehender würde sie sich unter den Nagel reißen und das habe ich versucht zu verhindern. Ach was! Dein einziges Ziel war, mich bloßzustellen, mich zu demütigen. Wäre ich wie ein Wahnsinniger hierher gerast, noch dazu mit dem Corpus Delicti in meinen Händen, wenn ich vorgehabt hätte, hinter deinem Rücken zu operieren? Ich weiß, dass du das nicht vorgehabt hast, nein. Du wolltest mir meine Niederlage unter die Nase reiben. Es war deine Schuld, dass wir unsere Firma verloren haben. Die Vorstellung, ich würde sie zurückkaufen, behagte dir wohl nicht. Ich hätte mich wahnsinnig gefreut. Wo warst du denn, als du gebraucht wurdest? Du hast mich weggeschickt. Und ich riskiere Kopf und Kragen. Ich gefährde meine Ehe. Ich lasse der Firma wegen Frau und Kind im Stich. Die ich am meisten liebe. Und da wagst du es, dich hinzustellen und zu behaupten, ich sei nur darauf aus, dir ordentlich eins auszuwischen? So wichtig bist du nun auch wieder nicht. Gut, warum haust du dann nicht einfach ab? Du scherst dich an den feuchten Dreck um die Firma. Du scherst dich an den feuchten Dreck um die Familie. Wer weiß, vielleicht hast du bei der Sache selbst ein kleines Geschäft gemacht. Glaub von mir aus, was du willst, das tust du ja sowieso. Warte mal einen Moment. Vielleicht weißt du etwas, was ich bisher nicht weiß. Das du mir nicht verraten möchtest.
Na schön. Geh von jetzt ab deine eigenen Wege. Ich werde dich nicht halten. Als Partner bist du nicht zu gebrauchen. Als mein Sohn auch nicht. Und jetzt verschwinde. Na, neu hier? Ja. Bei uns ist um 6 Feierabend. Überstunden werden leider nicht extra bezahlt. Ja, ja, ich weiß. Ich hab nur was liegen lassen. Okay, wir sehen uns dann morgen. Na klar. Soll ich nun über deinen Besuch überrascht sein oder nicht? Ich habe angerufen und Renfield gesagt, ich käme vorbei. Das ging ja wirklich schnell. Was meinst du? Vielleicht klärst du mich erst mal auf, wieso du eigentlich hergekommen bist. Was ist denn passiert? Sag du es mir. Vielleicht weißt du schon, dass Cruz seinen Job los ist. Und du denkst, dafür bin ich verantwortlich? Ich beschuldige dich nicht, Robert, nein. So, aber das heißt noch lange nicht, dass du mich nicht verdächtigst. Naja, weißt du, Cruz ist der Meinung, dass sein Rauschmiss irgendwie mit den Lagerhauseinbrüchen im Hafenviertel zusammenhängt. Er denkt, irgendjemand will ihn aus dem Fall heraushalten. Ich bestimmt nicht. Mann, hat auch bei dir eingebrochen, darum bin ich hier. Ich habe gehofft, du wüsstest vielleicht oder hättest einen Verdacht, wer dahinter stecken könnte. Darum bist du hier? Welchen Grund hätte ich wohl sonst? Tut mir leid, ich habe selbst genügend Probleme am Hals. Cruz, muss ich seinen Job selbst zurückerobern? Ich dachte, du hättest vielleicht eine Theorie oder ein paar Anhaltspunkte. Bitte, mir zuliebe. Also gut, ich habe ein paar Nachforschungen angestellt. Allzu viel ist dabei nicht rausgekommen, aber mal sehen. Hier. Der Nachtwächter hat einen der Einbrecher gesehen. Er war ungefähr 1,90 groß und hatte eine Narbe auf der linken Wange und war gekleidet wie ein Hafenarbeiter. Weiß das die Polizei? Ich habe versucht, es zu melden, aber niemand wollte sich damit abgeben. Wieso nicht? Das fragst du lieber deinen Mann. Er ist der Kopf. Oder war es vielmehr? Wenn der Einbrecher aussah wie ein Hafenarbeiter, stolpert Cruz vielleicht über ihn. Aha, ihr habt schon einen Plan. Und wie geht es dir so? Hervorragend. Und dir? Ganz gut. Das ist schön. Du machst dir Sorgen um Cruz, hm? Nein. Ich möchte ihm nur helfen. Mit deinem Hinweis kann ich's vielleicht. Eden! Hi. Hallo. Na, was machst du denn hier? Ich bin eigentlich schon wieder weg. Ich hab schrecklich eilig, also mach's gut. Aha. Danke. Was wollte sie denn von Ihnen? Ich war so nahe dran, Sophia. So verdammt nahe. Mason hat überhaupt keine Erklärung abgegeben? Doch, die übliche. Wie schlecht ich ihn behandle. Die Erklärung, die er seit er sprechen kann, wiederholt. War es nur ein Kommunikationsproblem? Mir hätte er ruhig sagen können, was er vorhat. Du ihm auch. Ach, ich bin der Buhmann, ja? Entweder seid ihr beide schuld oder keiner. Gott, bitte verschon mich. Du machst es dir sehr leicht. Woher verdammt nochmal kommt Masons Besessenheit, mich um jeden Preis in den Dreck zu ziehen? So ein Quatsch. Er möchte von dir ein bisschen mehr Anerkennung, weiter nichts. Wirklich? Eine komische Art, das zu zeigen. Du machst es ihm furchtbar schwer, Sissi. Ich Rabenvater. Ich versuche, den bedauernswerten Kindern ein Erbe zu hinterlassen, nachdem andere sich die Finger lecken würden. Ich weiß, dass du die Geschäfte an sie weitergeben möchtest. Aber sie führen inzwischen ihr eigenes Leben. Mit eigenen Interessen und unabhängig von Capwell Enterprise. Wieso kannst du das nicht auch tun? Weil das Unternehmen mein Leben ist. Die Kinder haben da andere Vorstellungen. Was ist nun schiefgegangen? Ich nehme an, jeder dachte vom anderen, er wird Nachfolger. So hat
Jeder jeden gelassen, aber keiner hatte Lust. Ich habe auf Eden gehofft, ich habe auf Ted gehofft. Und jetzt habe ich gar keinen. Naja, was ist schon groß dabei? Ich habe ja nicht mal mehr mein Unternehmen. Betrachte es doch mal so. Du stehst nicht besser oder schlechter da als heute Morgen. Du hast weder gewonnen noch verloren. Nichts hat sich geändert. Ach, gar nichts? Beruflich gesehen, meine ich. Als wir vorhin miteinander geschlafen haben, dachte ich, das brächte uns innerlich wieder näher. Aber ich habe den Eindruck, du fühlst dich jetzt unbehaglicher als vorher. Nein, nein, keineswegs. Das stimmt nicht. Nein, was dann? Ich will nicht, dass du denkst, dass plötzlich alle Schwierigkeiten, die es zwischen uns gab, verschwunden sind, nur weil du mit mir geschlafen hast. Das denke ich auch nicht. Ich hatte gedacht, es wäre ein Neuanfang. Weißt du, eine harmonischere Art für zwei Menschen wieder zusammenzufinden? Sisi, jetzt machst du es dir aber ein bisschen leicht. Leicht, sagst du? Ich hatte vor, hier rein zu spazieren und dir das gesamte Capital Imperium vor die Füße zu legen. Als könne das die Schwierigkeiten ausbügeln. Mein Ritter, deine Rüstung hat Beulen. Ich habe keine Kraft für diese ständigen Machtkämpfe. Ich mag nicht mehr. Mason hat, was er wollte. Soll er damit glücklich werden. Julia! Bin wieder da. Julia? Hallo. Ich hab nur so geguckt. Und? Glück gehabt? Ja. Nicht einen Tropfen gefunden. Du kannst dich ja immer noch in die nächste Bar retten. Ich vertiefe mich lieber in unsere häusliche Familienidylle. Was ist passiert? Das Übliche, nur diesmal in gesteigerter Form. Wieder dein Vater? Ja, mein Vater. Er hat dir erzählt, was er mit der Gesellschaft vorhat. Habe ich recht? Du wusstest darüber Bescheid? Ja, er war bei mir. Er wollte noch etwas fragen, bevor die Papiere unterschrieben werden. Du wusstest von seinem Angebot und hast es für dich behalten? Bist du dir darüber im Klaren, was für entsetzliche Folgen deine Geheimniskrämerei hatte? Verdammt nochmal, Julia, wie konntest du mir das antun? Haben Sie meine Schwester in irgendwas eingeweiht, was für meine Gehörgänge zu wichtig war? Oder haben Sie mich von Anfang an nur benutzt, um an Sie heranzukommen? Es war ein rein privates Gespräch. Es hatte nichts mit unserer Partnerschaft zu tun. Mit dem, was noch davon übrig ist. Hatten Sie eigentlich vorgehabt, mir zu erzählen, dass es schiefgegangen ist? Oder sollte ich die frohe Botschaft aus der Klatschpresse erfahren? Natürlich hatte ich vor, es Ihnen zu sagen. Ich brauche Ihr Vertrauen jetzt mehr als je zuvor. Glücklicherweise haben wir noch einen Trumpf in der Hand. Ich war imstande, einen Teil vom Grundbesitz in unseren Fonds einzubringen. Es handelt sich um eine Immobilie, die Turnell unbedingt haben will, nach der er sich alle 10 Finger legt. Welche Immobilie? Das ist im Augenblick nicht wichtig. Es ist sehr wohl wichtig. Sie hatten von Anfang an Heimlichkeiten vor mir. Vertrauen beruht nur auf Gegenseitigkeit. Ich habe Sie um Ihre Sicherheit willen nicht eingeweiht. Apropos Sicherheit, Sie sollten sich diesem Büro während der nächsten paar Wochen lieber fernhalten. Bleiben Sie zu Hause, wann immer es Ihnen möglich ist. Quartieren Sie sich am besten bei Ihrem Vater ein, falls Sie das nicht schon getan haben.
Wie scharf ist Tournelle auf diese Immobilie? Ich meine, wie weit würde er gehen, um sie zu kriegen? Er wird ja wohl keinen umbringen. Oh mein Gott. Ich glaube es einfach nicht. Wie können Sie mich so benutzen? Als lebende Zielscheibe in Ihrem Wettstreit mit Tournelle, das ist ja ekelerregend. Sowas würden Sie mit Eden nie tun. Sie haben mich, was den Zweck unserer Vereinbarung betrifft, belogen und jetzt erwarten Sie, dass ich Ihnen mein Leben anvertraue? Tournelle kann das verdammte Ding haben, gerne. Keine Immobilie ist es wert, dafür zu sterben. Ich steige aus. Keine Panik. Tournelle tut keinem von uns etwas Böses, solange wir zusammenhalten. Dafür habe ich gesorgt. Bevor Sie weitertoben, geben Sie mir 5 Minuten. Dann werden Sie alles begreifen. Eden, großer Gott. Was machst du da unten? Was glaubst du wohl, was ich hier mache? Komm her. Was soll der Aufstand, der dich rumpoltern und deinen Namen brüllen soll, oder wie? Du musst ein bisschen leiser sein. Wie sieht's aus? Du hast hier überhaupt nichts verloren. Egal, ich weiß etwas, was du nicht weißt, aber unbedingt wissen solltest. Was du nicht sagst, da bin ich aber gespannt. Ein Wächter hat einen der Diebe gesehen. Er ist 1,90 groß, der Dieb meine ich, und hat eine Narbe an der linken Wange. Offensichtlich ist das gemeldet worden, aber deine Kollegen haben die Sache nicht weiterverfolgt. Also versucht jemand, sie zu vertuschen. Und um mir das zu sagen, bist du extra hergefahren. Ich habe mir gedacht, wenn er hier als normaler Arbeiter getarnt rumschwirrt, könntest du ihn vielleicht festnageln. Wieso als normaler Arbeiter? Die normalen Arbeiter gehen um 6 Uhr nach Hause. Naja. Wo hast du den Hinweis überhaupt her? Als ob das eine Rolle spielt. Tut es. Ich misstraue solchen Informationen. Es sei denn, ich kenne die Quelle. Wenn ich sie dir sage, wirst du bestimmt erst recht misstrauisch. Also vergiss es. Du warst doch nicht bei Bar. Komm mit, wir müssen uns verstecken. Beeilung! Ich habe keine Lust mehr, in den ständigen Gefechten zwischen dir und deinem Vater den Prellbock zu spielen. Ich werde mich auch nicht von dir beschimpfen lassen. Ich wollte dir ja erzählen, was er vorhatte, aber dazu war keine Gelegenheit. Wieso das nicht? Weil ich keine Ahnung hatte, wo du warst. Also wie hätte ich es dir sagen sollen? Du hättest mich finden können, wenn du gewollt hättest. Was ist passiert? Er wollte meinen Rat wegen gewisser Dokumente. Er dachte, er könne damit die Firma retten. Ich lehnte ab, denn ich wollte nichts damit zu tun haben. Ich wusste, dass du mir eine Szene machen und uns vorwerfen würdest, dass wir dich hintergehen. Na wunderbar. Ich musste wie üblich gar nichts tun, um meines Vaters Verachtung auf mein Haupt zu laden. Er hat mich auch so großzügig damit bedacht. Wieso erzählst du nicht einfach, was los war? Dad und ich verhielten uns so, wie es jeder von uns erwartet. Ihr habt gestritten. Kommt dir das etwa bekannt vor? Sag Bescheid, wenn ich dich langweile. Ich warf ihm Überheblichkeit und Hochmut vor und er warf mir Illoyalität vor. Und sogar Verrat. Ich versuchte mich zu verteidigen, worauf er mir unlautere Absichten vorwarf und meine Integrität in Frage stellte. Ich hab mich erniedrigt, hab versucht, von ihm wieder in Gnaden aufgenommen zu werden. Er schlug mein Friedensangebot aus. Dann warf er mich vor die Tür. Aber erst nachdem er mir gesagt hatte, was für ein schrecklicher Sohn ich wäre. Du siehst, es war ein netter, ganz normaler Nachmittag bei den Capwells. Allzu große Hoffnungen auf ein Weihnachtsgeschenk brauche ich mir dieses Jahr wohl nicht zu machen, denke ich. Es tut mir leid, Mason. Weißt du, worüber ich mich am meisten wundere? Dass ich mich nicht daran gewöhnen kann. Es nimmt mich jedes Mal von Neuem mit, wenn er mir nicht zuhört. Wenn er auch nicht einen einzigen Millimeter von seinen Anschauungen abrücken kann. Gott, warum rede ich überhaupt darüber? Weil du sonst dein Magengeschwür kriegst. Stimmt. Und jetzt brauche ich frische Luft. Ich gehe erst mal eine Runde spazieren. Möchtest du, dass ich mitkomme? Nein, danke. Ich möchte lieber alleine sein. Bist du zum Abendessen wieder hier? Ach, warte nicht auf mich. Muss ich mir Sorgen machen? Ich werde mich nicht betrinken, falls es das ist, worüber du dir Sorgen machst.
Natascha, hallo. Sie haben mich doch für heute eingeladen, oder? Ja, natürlich. Entschuldigen Sie. Ich war gerade etwas abgelenkt. Kommen Sie rein. Komme ich zu früh? Nein, nein. Pünktlich auf die Minute. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Mein Mann hat seine Planung geändert. Er arbeitet heute nicht. Also ist er möglicherweise doch mit uns. Es ist furchtbar einfach. Der Fonds ist der große Trick. Stößt einem von uns etwas zu, gehen alle Güter automatisch in den Besitz des anderen über. Ach, und was ist, wenn uns beiden etwas passiert? Dann werden ihre Angehörigen das Vermögen bekommen. Kelly, ich habe für alles vorgesorgt. Keiner von uns wird einen Schaden davontragen, solange Tournell weiß, dass dieser Fonds existiert. Und dafür werde ich sorgen, sobald ich hier sitze. Wieso sind wir außer Gefahr, wenn Tournell darüber Bescheid weiß? Wenn er glaubt, dass Sie und ich ihn ins Handwerk pfuschen, dann wird er das mit allen Mitteln zu verhindern wissen. Merkt er aber, dass er über zu viele Leichen gehen muss, Sie, mich und Ihre ganze Familie, wird er klein beigeben. Oder aber das Feuer eröffnen. Oh, das wohl nicht. Wir haben eine kugelsichere Weste. Ah, oh, diesen lächerlichen Wisch. Ja, der bremst ihn zumindest so lange aus, bis ich ein Loch in seiner Verteidigung finde. Uns reicht schon die allerkleinste Öffnung. Und Sie und Ihre Familie bekommen Ihre Firma wieder. Noch Fragen? Ja, mindestens 1000. Aber eine soll mir genügen. Was ist Ihr Motiv? Vielleicht bin ich inzwischen zu tief in der Sache drin, um noch auszusteigen. Nein, nein, es steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Na los, sagen Sie es mir endlich. Ich werde Sie davon unterrichten, sobald ich es herausgefunden habe. Also, werden Sie mitspielen? Das verstaue ich lieber in meinem Spezialsafe, da ist es besser aufgehoben. Die Blumen sind wirklich zauberhaft, entschuldige bitte. Ich habe ganz vergessen, mich zu bedanken. Ich möchte dich etwas fragen. Bist du der Meinung, ich klammere mich an Geister? Wir alle tun das. Das Unternehmen, die Kinder, meine Jugend? Oh. An unsere Liebe? Ich kann nun mal nicht anders. Ich finde nur, wir sollten uns vorsehen. Wovor hast du Angst? Du weißt ganz genau, wovor ich Angst habe. Wir haben uns vorhin seit langer Zeit zum ersten Mal geliebt. Sollen wir tun, als hätten wir das bloß geträumt? Sollen wir es einfach abhaken und vergessen? Nein, aber du misst der Sache zu viel Bedeutung bei. Eigentlich bist du auch gar nicht deswegen hier. Sei doch ehrlich. Du bist nur aus einem Grund hier, weil du dich mit deinem Sohn überworfen hast. Und nun jemanden brauchst, der dein Selbstvertrauen wieder aufbaut. Dass ich dich brauche, das ist doch nichts Neues. Das wusstest du. Daraus habe ich nie ein Geheimnis gemacht. Es geht nicht darum, dass du hergekommen bist. Dagegen habe ich überhaupt nichts einzuwenden. Es geht darum, dass du von mir erwartest, dass ich für dich Tag für Tag, von früh bis spät, als Psychotherapeutin herhalte. Und dass es dir offenbar egal ist, was ich dabei empfinde, ganz nebenbei. Ich war nie besonders gut darin. Doch, ich konnte mit dir immer gut über alles sprechen. Und du auch mit mir, unabhängig davon, wie kaputt unsere Beziehung war. Ich will nicht, dass sich daran etwas ändert. Warum wirst du gleich so wütend auf mich, nur weil ich dir nicht den Trost geben kann, den du von mir erwartest? Wieso bereitet mir das solche Schmerzen? Entschuldige mich. Hallo? Ach, Tag. Ja, ich weiß. Würde es Ihnen etwas ausmachen, unser Treffen zu vertagen? Heute Abend geht es leider nicht. Mir ist etwas dazwischen gekommen. Aber wir können gern morgen zusammen ausgehen, wenn es Ihnen passt. Nein, 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 nein. Wirf nicht meinetwegen deinen Terminplan über den Haufen. Sie, warte doch. Sowieso verabredet. Mach keinen Aufstand, bitte. Es tut mir leid, ich werde Sie morgen anrufen. Dankeschön. Oh nein. Da
Damit kommst du nicht durch. Was hast du denn erwartet? Du warst mit einem Kerl verabredet. Geschäftlich. Du verlierst nicht viel Zeit. Das war eine geschäftliche Angelegenheit. Ich wollte mich mit einem potenziellen Geschäftspartner treffen. Aber damit du Bescheid weißt, ich habe auch eine Dinner-Einladung abgesagt. Eine Einladung von Arthur Donnelly. Oh. Tja, und all das reicht dir wohl nicht. Mein Lieber, du bist verärgert, wenn ich ohne dich auf irgendeine Art und Weise am gesellschaftlichen Leben teilnehme. Aber wenn dir eine Frau über den Weg liefe, würdest du sofort mit ihr ausgehen und auch ins Bett gehen. War das unbedingt nötig? Weil es stimmt. Wenn ich eine Frau Avancen machte, würde das höchstens dein Interesse an mir fördern. Du würdest mich nie verlassen. Du bist diejenige, die nicht weiß, was sie will und planlos ist. Und machst mich dafür verantwortlich. Mich. Was kann ich für deine Unsicherheit? Sie haben ein wunderschönes Haus, es ist. Bestimmt himmlisch, direkt am Wasser zu wohnen. Oh ja, ich liebe das Meer. Ich krieg davon nie genug. Das Rauschen fällt manchen auf die Nerven, aber mir nicht. Mason, ja. Ihr findet, es müsste irgendwo zum Abschalten einen Knopf geben. Sagen Sie mal, wie haben Sie sich kennengelernt? Tja, da wir beide Juristen sind, ließ sich das einfach nicht vermeiden. Wir haben uns bei Freunden getroffen. Es ist allgemein bekannt, dass wir uns am Anfang nicht leiden konnten und uns oft gestritten haben. Bei uns flogen ständig die Fetzen. Im Grunde genommen ist das noch so. Ich finde es immer so romantisch, wenn zwei Menschen anfängliche Abneigung überwinden und sich anschließend verlieben. Ich weiß nicht warum, aber ich finde es herrlich. Erst streiten sie sich und jetzt sind sie verheiratet, haben eine Tochter und leben glücklich im Paradies. Das war ein langer Spaziergang. Ich sagte, er warte nicht auf mich. Du erinnerst dich doch an Sascha. Ja, natürlich. Ihre Frau hat mich reizenderweise zum Abendessen eingeladen. Das war ja wirklich sehr nett von meiner Frau. Entschuldige mich bitte, ich gehe mir nur schnell die Hände waschen. Dann isst du also doch mit uns. So was Idiotisches gibt es doch nicht. Die Brüder haben das Ding weniger als eine Meile von hier aus dem Auto geschmissen. Ist denn da noch etwas drin? Keine Ahnung, sieht aber fast so aus. Sie haben es nicht mal aufgemacht. Das hier ist der verrückteste Fall meines Lebens. Das Auto ist leider weg, aber ich habe mir die Nummer gemerkt und durchgegeben. Sie wird gerade überprüft. Warum schmeißen die ein zugeklebtes Paket aus dem Wagen? Was soll Keine das? Keine Ahnung, was das alles zu bedeuten hat. Hast du die Rechnung gefunden? Ja, hier ist sie. Gucken wir mal, ob drin ist, was draufsteht. Das könnten die Brüder wohl schmuggeln, frag ich dich. Scharfes Teil. Steht mir gut, hä? Ausgezeichnet. Es passt farblich zu deinen Augen, aber ich muss es angezogen sehen, um mir ein Bild zu machen. Bevor wir das vertiefen, sollten wir die Teile aber lieber durchziehen. Na gut, unter einer Bedingung. Einverstanden, lass mich dieses hier mit nach Hause nehmen, zwecks weiterer Nachforschung. Aber gern. Ich glaube, dem Fall werde ich mich persönlich widmen. Es tut mir leid. Verzeih mir bitte, diese Gefechte mit Mason bringen immer das Schlimmste in mir zum Vorschein. Ach, was du nicht sagst. Weißt du, ich wollte dich fragen, ob du... Da du deine Einladung abgesagt hast und ich meine Verabredung, du möglicherweise mit mir zu Abend essen würdest. Ich werde dir keinen Antrag machen, ich schwör's. Wir essen und dann gehst du wieder. Ehrenwort. Und du drehst die Geschichte nicht morgen um und behauptest, ich hätte dich an der Nase rumgeführt? Naja, das kommt auf morgen an. Heute begnüge ich mich mit Beef Wellington. So, bitteschön. Ich bringe ihn raus. Nein, lass nur, ist schon gut. Ich hole sowieso den Kaffee. Bleib hier und unterhalte Sascha. Du liebst es wohl, dich in gefährliche Situationen zu begeben. Das war eine Eigenschaft, die du sehr gern an mir hattest. Das sagtest du jedenfalls. Ich will keinen Ärger bekommen. Halt dich bitte aus unserem Privatleben raus. Reg dich nicht so auf, Mason. Es war Julias Idee, nicht meine. Und ich habe ihr nichts gesagt. Offensichtlich. Hast du vor, das noch zu tun, oder wieso bist du sonst hier? Weißt du, wenn du mich fragst, ist Julia die nettere von euch beiden. Du bist immer so schrecklich misstrauisch. Erzähl mal, was hat Robert gesagt? Er war sauer.
Dann hast du also gewonnen. Wieso diese miese Laune? Die Sache ist leider nicht ganz so gelaufen, wie sie geplant war. Na und? Jetzt sag doch endlich, was passiert ist. Jetzt ist wohl nicht der richtige Zeitpunkt, um das zu besprechen. Na gut, dann treffen wir uns später. Ich will wissen, was schiefgelaufen ist und warum. Dann kann ich dir vielleicht irgendwie helfen. Du sollst mir nicht helfen. Du hast nicht das Geringste mit der Sache zu tun, also halt dich raus, bitte. So, der Kaffee. Hm. Danke, Schatz. Bitte, wie schmeckt der Nachtisch? Wunderbar. Schön. Möchten Sie Sahne, Sascha? Ja. Oh nein, lieber nicht. Oh je, Julia, es tut mir leid, ich muss auf den Kaffee verzichten. Ich habe vollkommen vergessen, dass ich in einer halben Stunde eine wichtige Verabredung habe. Ich darf auf keinen Fall zu spät kommen. Könnte ich mir von hier aus ein Taxi rufen? Oh, nein, 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 das kommt gar nicht in Frage. Das würde viel zu lange dauern. Ich habe eine bessere Idee. Mason fährt Sie zurück ins Hotel. Würdest du das tun, Schatz? Was, wollen Sie uns etwa schon verlassen, Sascha? Es tut mir leid, aber bleiben Sie doch sitzen. Es macht mir wirklich nichts aus, ein Taxi zu nehmen. Sie waren beide so reizend und ich möchte Ihnen nicht noch mehr zur Last fallen. Unsinn, das machen wir doch gern, nicht wahr, Liebling? Oh, fahren wir Sascha zum Hotel, damit sie pünktlich kommt. Ich kann leider nicht. Einer von uns muss zu Hause bleiben und auf das Kind aufpassen. Fahrt ihr ruhig. Vielen Dank. Es war schön, dass Sie hier waren, Sascha. Aber ich habe Ihnen zu danken. Es war wunderbar. Hoffentlich können wir das demnächst wiederholen. Ja, ganz bestimmt. Gute Nacht. Bin gleich zurück. Nochmals vielen Dank. 2000 Stück, das stimmt mit der Rechnung überein. Es hat alles seine Richtigkeit. Steht in der Rechnung das Gewicht des Paketes? Ja. 13¾ Pfund. Ich werde es mal wiegen. Vielleicht hat es inzwischen auf geheimnisvolle Weise abgespeckt. Dann haben wir eine Spur. Oh, praktisch. Na? ¾ Pfund, genau. Irgendwie ergibt das keinen Sinn. Es wurde nichts aus dem Paket herausgenommen und der Inhalt ist unversehrt. Das heißt, die Kerle schmuggeln nichts und anscheinend klauen sie auch nichts. Sie entwenden ein Paket und werfen es mitten in der Nacht ungeöffnet aus dem Wagen. Was war der Zweck der Übung? Tja, mich darfst du nicht fragen. Keine Ahnung. Tch, bunte Reizwäsche. Warum halten wir an? Ich möchte gern mit dir reden und finde, direkt vor dem Hotelportal zu parken, ist keine besonders glückliche Idee. Du warst immer sehr diskret, Mason. Deine für meinen Geschmack reizvollste Eigenschaft. Das kann man von dir leider nicht behaupten. Was willst du? Sie hat doch nichts gemerkt. Zu deinem großen Bedauern. Ich hab doch gesagt, Mason, es war Julias Idee, nicht meine. Sie hat gefragt, ob ich kommen will. Julia mag ja vielleicht die Einladung ausgesprochen haben, aber du hast darauf hingearbeitet. Du hättest auch ablehnen können. Also, was sollte das? Wolltest du mir Angst einjagen, damit du mich wieder ins Bett kriegst? Oh mein Gott, Mason, wie kannst du nur so von dir überzeugt sein? Hör mir gut zu. Ich würde nicht einmal mit dir ins Bett gehen, wenn du das letzte männliche Wesen auf dieser Welt wärst. Fällt dir nichts Überzeugenderes ein? Hast du vielleicht mal an die Möglichkeit gedacht, mein perfekter Liebhaber, dass ich Julia mag? Dass ich mit ihr befreundet sein möchte und dass ich in dieser Stadt einen guten Freund gebrauchen könnte? Ja, ich bin mir sicher, dass du überall und zu jeder Zeit Menschen gebrauchst. Aber dass du Freundschaft suchst, nein, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Weißt du was? Deine Meinung interessiert mich nicht. Das hast du mir heute deutlich zu verstehen gegeben. Ich weiß gar nicht, was dieses blödsinnige Gespräch überhaupt soll. Mein Gewissen ist rein, Mason. Ich habe dir keinerlei Schaden zugefügt. Du wolltest mir nur beweisen, dass du es könntest. Ich nehme an, das wusstest du. Und jetzt fahr mich nach Hause. Sofort. Sonst steige ich aus dem Wagen und lauf den Weg zu Fuß. Sie können wieder beruhigt aufatmen. Ihre Papiere liegen sicher in meinem Safe. Gut, sehr schön. Was jetzt? Jetzt? Versuchen Sie, das Ganze einfach zu vergessen. Das schaffe ich nie. Ich werde alle 5 Sekunden hysterisch über meine Schulter sehen. Ich habe das Gefühl, das beunruhigt Sie gar nicht besonders. Ich weiß nicht, wie Sie darauf kommen. Ich habe wirklich etwas Angst. Das glaube ich nicht. Geben Sie es zu. In Wahrheit lieben Sie die Gefahr. Möglich, vielleicht trifft beides zu. Und bei Ihnen? Ich habe diese Art Nervenkitzel schon lange nicht mehr empfunden und deswegen fürchterlich vermisst. Wenn man sich erst daran gewöhnt und so richtig auf den Geschmack kommt, wird man süchtig.
Ich etwa auch? Ja, vorausgesetzt, Sie sind ähnlich wie ich veranlagt. Und das sind Sie, glaube ich. Das können Sie nicht wissen. Nein, noch nicht. Also, jetzt vertrauen Sie mir, oder? Kein bisschen. Gut, so bleiben Sie wenigstens auf Zack. Das ist ratsam, wenn man mit Ihnen arbeitet. Naja, ich tröste mich damit, dass ich es für meine Familie mache. Gut, wenn Sie das motiviert. Ich gehe jetzt. Soll ich das Büro abschließen, wenn ich gehe? Ach, wozu? Die Bude gehört jetzt Tonnell. Ich schlage vor, wir lassen alles offen, dann fegt der Wind hier mal schön durch. Sie haben bestimmt noch was auf Lager, sonst wären Sie nicht so verdammt selbstsicher. Sie haben noch ein anderes Ass im Ärmel. Das war eine Frage. Die Antwort ist für Sie nicht wichtig. Und da verlangen Sie von mir, dass ich Ihnen vertraue? Ja. Und ich vertraue darauf, dass Sie mir keine weiteren Fragen mehr stellen. Ihnen blüht eine furchtbare Enttäuschung, mein Lieber. Wer mich will, der kriegt das ganze Paket. Und wem das nicht passt, der kann...